Moin Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollte ich jetzt noch mal ein ganz kurzes Video vorweg machen, bevor es ja ins Zusammenbauen geht. Bei der Stiel 051 bezüglich kann man eine Stiel 051 umbauen zu einer, ich sag mal, 076. Die Frage könnte ich jetzt sofort beantworten. Ich werde euch aber erstmal zeigen, was man machen kann, was man tauschen muss. Und dann, sage ich mal, beantwortet sich die Frage schon beinahe von selbst. Es gibt ja relativ viele Ähnlichkeiten. Bei der Säge 051 oder 076, aber, sage ich mal, der größte Unterschied ist zumindest erstmal der Zylinder. Hier haben wir den Zylinder von einer 076. Hat natürlich hier einen anderen Durchmesser. Ist anders aufgebaut. Das ist ein Zylinder von der 051. Hat natürlich hier einen anderen Zylinderfuß, einen kleineren Kolbendurchmesser und hat schon starke Ähnlichkeiten. Ist genauso hoch. Beide Maschinen teilen sich auch die gleiche Kurbelwelle. Das Gehäuse ist allerdings unterschiedlich. Und zwar erklärt sich das so. Hier bei der 051 habe ich den Zylinderfuß, welcher mit 4M5 Schrauben verschraubt wird. Hier der Zylinder einer 076, der quasi einen offenen Zylinderfuß, also nur Durchgangsbohrung, kein Flansch, wo ich eine Schraube durchstecken kann, einfach nur Durchgangsbohrung. Die kommen dann hier oben wieder raus. Und hier verschraube ich das Ganze dann mittels M6 Muttern. Heißt, einmal habe ich auf der Maschine M6 mit langen Stehbolzen und hier habe ich auf der Maschine einfach nur M5 Gewinde. Des Weiteren, wenn man jetzt genau darauf achtet, ist einmal hier der Einlass anders. Ist also auch ein anderes Stichmaß der Bohrung hier. Sind zwar ähnlich angeordnet, leicht diagonal hier das Ganze, aber auch hier die Kontur, die Größe komplett anders. Heißt, ich könnte hier schon mal meinen Ansaugflansch also das ist dieser hier, wo mein Vergaser drauf sitzt, der Vergaserflansch hier, den könnte ich von einer 051 nicht auf eine 076 schrauben, weil das Maß sich einfach nicht passt. Kommen wir dann zum Auspuff. Auch dieser hier, der Ausgang ist anders designt. Das Stichmaß ist anders. Die Größe ist anders. Das heißt, ich könnte auch nicht diesen Auspuff von einer 051 nehmen und ihn auf eine 076 schrauben. Das wäre zumindest erstmal so das Unterschiedlichste. Ansonsten habe ich hier die Verschraubung gleich von meiner Griffstütze hinten oder auch Haube. Das wäre diese hier. Die Haube kann ich also auf beiden Maschinen verwenden. Das wird auch, manche sagen auch Griffstütze zu, nennt sich aber in der Ersatzteilliste Haube. Die kann ich an beide Sägen einschrauben. Die Haube ist, sage ich mal, identisch. Der Schutz, der Auspuffschutz ist bei der 76er etwas breiter wie bei der 51, kann ich aber auch für beide Maschinen verwenden. Der Kettenraddeckel ist auch identisch und der Starter ist jetzt hier von einer 051, würde dann auch passen bei einer 76, wenn man das Ganze jetzt umbauen würde, also eine 51 zur 76, bei der Kurbelwelle Zündung alles bleiben könnte, man müsste halt nur diesen Zylinder tauschen. Die M5-Gewinde zu M6-Gewinde aufbohren, neues Gewinde schneiden, sich die Stehbolzen besorgen, halt den 76er Kolben, 76er Zylinder drauf machen und dann hätte man hier das Ganze
auf 76 umgebaut. Müsste dann hier den anderen Flansch haben für den Vergaser. Natürlich die passenden Dichtungen. Und auch hier den Auspuff von einer 76. Mein Fazit lautet daher, es ist mit viel Aufwand machbar, lohnt sich aber nicht. Es ist jetzt keine Säge, wo ich einfach nur hier die Zylinder tauschen muss im Kolben und habe dann sofort das Ganze eine Nummer größer. Es ist wirklich grundlegend anders. Das sieht man auch anhand der Dichtung. Wenn ich das jetzt hier mal drüber lege, das ist hier von einer 76, das ist die 51er Dichtung. Zylinderfußdichtung. Legt man das Ganze aufeinander, sieht man, das Stichmaß würde passen, aber die Gewindegröße eben nicht. Das wären die verschiedenen Auspuffdichtungen hier. Hier sieht man, das würde generell überhaupt nicht passen. Und das ist die von dem Vergaserflansch, die Dichtung, also auch komplett verschieden. Also lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich, denn da muss ich so viele Teile neu kaufen und umbauen, bohren, Gewinde schneiden, dass ich mir dann auch gleich eine 76er kaufen kann und die wieder hübsch machen. Ja, ich jetzt versuche eine 51er umzubauen zur 76. So, das war's von mir. Ich wünsche euch da immer viel Spaß beim Nachmachen. Wer kein weiteres Video mehr verpassen will, darf mich natürlich auch gerne abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es hier an Zusammenbauen geht. Bis dahin, haut rein und tschüss.